Ich habe mir auch schon einen schönen Level abgemacht. So. 3, 2, 1. Moin zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Session von Harvestella. Es ist 5 Uhr morgens und ich habe gerade meinen Stream gestartet. Ist mir aber scheißegal. Ich habe richtig Bock zu zocken und deswegen legen wir auch direkt los. So, wir waren ja zuletzt dran, dass wir jetzt da in das Schloss können und alles. Und ich habe natürlich hier meine riesen Farm und sowas vorbereitet. Ich glaube, ich habe hier sogar alles schon geerntet da, also aufgehoben. Hier sind schon neue Sachen gesät. Wie sah es geldtechnisch aus? 16.000. Dann gucken wir jetzt mal an den Biomen. Habe ich hier alles eingesammelt? Ja, anscheinend ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt als nächstes erstmal mit dem Angeln weiter von den seltenen Fischen. Bye bye. Da gibt es ja so den einen oder anderen, den wir ja gerne haben wollen und brauchen. Deswegen machen wir das jetzt mal direkt. Damit wir die nach und nach auch alle zusammenkriegen. Infinity, moin! Hier gibt es nämlich einen Fisch, den können wir nur im Herbst angeln in der Stadt. Und den will ich jetzt versuchen zu kriegen. Gleich arbeiten? Ja, viel Erfolg, Minigun. Soll ich dir noch eine Info geben, Minigun, die dich traurig machen wird? Womit du mit so einem richtigen traurigen Gefühl zur Arbeit gehen wirst? Willst du es hören? Und zwar, ich habe gestern mit Trimax telefoniert. Also Legend Release im April ist nicht. Wir schieben weiter auf. Wir werden auf jeden Fall noch das Custom Lobby Feature umsetzen. Das heißt also, das wird noch dauern, bis der Server kommt. Olips, moin! Ich krieg nicht das, was ich will. Ja. Ich habe das gestern mit Max abgeklärt. Er hat auch gesagt, das macht keinen Sinn, weil er muss Content produzieren können. Und er sagte, er kann geilen Content produzieren, wenn er Runden mit seinen eigenen Regeln starten kann. So, und das Ding ist halt, mit den Custom-Lobbys hat Max da halt viele Möglichkeiten. Der wird zum Beispiel in Skywars den kompletten Lootpool, wenn er will, anpassen können. Das heißt, er kann dann zum Beispiel machen, dass es in den Kisten nur Gift- und Damage-Potions gibt. Dass man sich nur mit Potions töten kann und so ein Kram. So, und da hat er gesagt, da kann er dann geile Formate draus machen. Weil er selber die Runden spielen und aufnehmen und hochladen wird er nicht. Timo, moin! Richtig chilliger Angelspot hier, wo ich bin. Weil leider habe ich bis jetzt noch kein Glück gehabt. Ja, deswegen Minigun und deswegen werden wir das auch umsetzen. Und wenn das jetzt halt nochmal dauert, dann dauert das halt. Ist mir auch egal, wie sehr die Leute flamen werden. Dann sollen die sich zur Not einen eigenen Server machen oder einen anderen suchen.
Ah. Das habe ich zu früh gedrückt. Ja, Minigun, wie gesagt, die Leute, die auch Theater machen, das sind die, die als erstes draufjoinen wollen. Ich meine, du kennst das ja vielleicht schon von Legend damals, wie oft die Leute da rumgestresst haben und dann waren das nachher die ersten, die unbedingt auf den Server wollten, als es losging. Yo, viel Spaß auf der Arbeit, Minigun. Und denk immer schön an Anzinono. Ach Mann, ich will meinen seltenen Fisch nur kriegen hier. Das Problem ist, den kann man nur im Herbst angeln. Wir müssen so lange weitermachen, bis ich den kriege. Aber ich wollte ja sowieso jetzt erstmal so ein bisschen meine Felder und so machen. Ja, Fire Ghost, es wird ja nicht nur das Custom-Lobby-System umgesetzt, ne? Also wir werden safe auch noch Sachen on top dann machen in der Zeit, weil die anderen, also an den Custom-Lobbys werden ja nicht alle Devs arbeiten, ne? Das heißt also, wir werden auch weiterhin dann noch an zusätzlichen Dingen arbeiten. Man muss auch dazu sagen, dass halt auch viel das Feedback mit reinspielt in die ganze Sache, ne? Wir können halt den Server so releasen, dass die ganzen Game-Modes nicht angepasst sind nach dem Spieler-Feedback und die Leute erstmal nur am Rumjammern sind. Oder wir sagen halt, ey, wir nehmen uns die Zeit, passen alle Game-Modes so an, dass auch das ganze Spieler-Feedback drin ist, dass sich die Game-Modes auch für die Leute gut anfühlen. Aber das kostet halt Zeit, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel von Anfang Dezember bis jetzt immer noch damit zu tun, dass wir Game-Modes in Balance-Sachen anpassen, komplette Sachen neu überarbeiten und so hin auf Feedback von Spielern, ne? So, und da muss man dann selber auch die Geduld und Zeit mitbringen. Weil ist ja klar, dass wir dann uns denken, okay, wir hauen den Server dann auch erst raus, wenn die Sachen wirklich 100% fertig sind, die wir jetzt raushauen wollen zum Release. Und Faxi, moin. Schade.
Also ich habe an dem Tag jetzt echt nicht so viel Glück gehabt. Aber das sieht nach einem sehr guten Verkauf aus. Da wird auf jeden Fall ordentlich Geld kommen. Ist das live? Ja. Boah. Ja, da ist einiges zusammengekommen. 31.000. Holy moly, ey. Das hat reingeknallt. Suchtli, moin. Alles gut? Drink up, Waffens. Mir geht's auch gut. Danke, danke. Flashy TV, moin. So, jetzt müssen wir wieder Sachen noch schnell looten hier. Und dann können wir direkt wieder in die Stadt gehen. Wir müssen da angeln. Ich will diesen Fisch jetzt im Herbst noch kriegen. Weil sonst muss ich wieder warten, bis ich wieder im Herbst bin, damit ich den angeln kann. Uferbiom. Oh, müssen wir auch mal gucken, ob ich hier ernten kann. Nee, Honigblumen kann ich noch nicht ernten. Na, die werden jetzt beim Ernten verschwinden. Aber das war mir ja bewusst, dass das passieren wird. Schade, dass sie diesen Bug nicht behoben haben bis jetzt, ne? Spiel kam ja im November raus. Also eigentlich hatte Square Enix da genug Zeit, diesen Bug vielleicht mal zu beheben. So. Zack. Das haben wir erledigt. Dann gucken wir jetzt mal wegen Essen kochen. Machen wir mal 9 Stück. Die reichen, die Bergpfannen. Es geht ja nur darum, mir damit Ausdauer zu machen. Mehr will ich eigentlich nicht.
So. Okay, Starko, moin. Alles gut? Mal kurz was schauen. Okay, nee, hier konnte ich das nicht kaufen. So. Weil die Ausdauer, die regeneriert jetzt hoch noch während des Angelns. Rokobär TV, moin, alles gut? Pro Anti, yo, was geht? Moin! Gerade geht ein bisschen Harvestella Action bei dir, alles gut? Ja, passt. Hoffe bei dir auch. Alles bestens. Danke. Fortnite. Ja, nice. Was ist das für ein Game? Harvestella. Es ist so eine Mischung aus, oh, das ist er. Riesensalamander. Den brauchen wir. Das ist der seltene Fisch. Sehr geil. Haben wir. Da können wir jetzt uns auf den Weg zurück zur Farm machen. Da gibt es nämlich auch noch einen Fisch, den ich angeln kann. So ein Farming-Game mit JRPG ist es gemischt. Du hast halt hier eine Farm. Da kannst du Pflanzen, ja, also Gemüse und so anpflanzen und verkaufen. Kannst hier Tiere züchten, kannst die Erzeugnisse dann weiter verarbeiten und verkaufen und all so ein Kram. Dann gibt es eine unfassbar geile Storyline und halt so einen JRPG-Part, wo du halt kämpfen musst, dich auflevelst, verbesserst und so. Macht unfassbar Spaß, das Game.
Sehr nice. Was kostet's? Also, wenn du es auf Steam holst, 60 Euro, auf Instant Gaming 40 Euro. Das hat aber auch ordentlich Content und ist auch ein hochwertiges Game. Ne? Du siehst ja die Grafik und alles. Also, ich bin bei dem Game. Ich habe jetzt extra mal geguckt, weil die Leute immer wieder fragen. Ich würde sagen, roundabout bin ich noch nicht zur Hälfte durch mit der Story. Die geht noch ziemlich lang. Da kommt noch sehr, sehr, sehr viel. Und schwupp. Ach. Wieder zu früh gedrückt hier. Hier gibt es auch noch einen seltenen Fisch. Ich habe einen schon hier raus, gibt aber zwei. Und den anderen habe ich leider noch nicht bekommen. Den muss ich jetzt versuchen auch noch zu angeln. Das Spiel auch auf der Konsole erhältlich. Ja, gibt's für Nintendo Switch. Und ich glaube auch sogar für die PlayStation? Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Also für die Switch gibt's das auf jeden Fall. So, einen können wir noch machen. Leider habe ich anscheinend kein Glück bis jetzt.
Egal. Haben wir verkauft. Nein, nein. So, machen wir Sleepy. Haben wir nochmal fast 8000 gemacht. Sehr geil. So, dann wird jetzt gegossen. So. Okay, die haben noch 18 Futter. Die haben auch noch 18, sehr gut. Die sind also gleich auf jetzt. Dann weiß ich immer, dass ich von beiden gleich viel kaufen muss. Balu Racing, moin, alles gut? Schön, dass du da bist. So, jetzt gehen wir hinten schnell in den Wald hier und dann holen wir noch ein bisschen was von dem Stuff. Und dann gehen wir wieder auf die ganzen anderen Sachen und dann wird weiter geangelt. So. Ich glaube, futtern kann ich schon mal. Die kann ich jetzt auch ernten. Dann kann ich die gleich verkaufen. Die werden auch nochmal gut Geld geben jetzt. Da werden auf jeden Fall ein paar tausend zusammenkommen. Kann ich die hier auch ernten? Ja. Okay, da kommt jetzt auf jeden Fall nochmal ein guter Schwung Geld rein. Oh, die sind aber nicht weggegangen. Okay. Warum bleiben die? Ist das, wenn ich die ernte an einem Tag? Hä, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Egal, ich freue mich einfach, dass sie geblieben sind. Schade, keine Träne. So, den können wir abliefern. Ich glaube, den Aurelian, den kann man da noch farmen. So, und wo ich den herkriege, das weiß ich auch, den Sirenendiener. Den kann man nämlich nur in Schatola, wenn es regnet, angeln.
Boah, das wird Judas Geld geben. Jo, Pro, bis dann. Das ist ein schön entspanntes Game, ey. Ich liebe so entspannte Spiele. Musik gibt ein bisschen Zelda-Vibes. Also mich erinnert die an manchen Stellen so ein bisschen an, an Nier Automata. Aber die Musik ist sehr gut in dem Spiel. Muss man mal halt einfach sagen. Ich hoffe, dass ich gleich langsam mal den Fisch kriege. Aber die können halt manchmal echt ein bisschen dauern, bis man die geangelt hat. El Gordo, moin! Ja klar! Ich hab Bock zu zocken. Game macht richtig Laune.
Ja, El Gordo. Aber nicht ganz so krass auf den Farming-Part ausgelegt wie Stardew Valley. Das ist hier schon ein bisschen, ja, nicht so zeitintensiv im Farm-Part. Ich würde mir aber wünschen, wenn sie einen zweiten Teil von dem Game bringen würden, dass sie das ganze Farming noch weiter ausbauen. Dass man vor allen Dingen bautechnisch mehr Möglichkeiten hat und es mehr Tiere und alles gibt. Aber an sich ist das schon sehr geil gemacht. Oh, ich glaube, das ist der Monotimon. Das ist der andere seltene Fisch, den ich brauche. So, und hier gibt's auch eine Angelstelle, da. Hier kann man nämlich auch noch einen Fisch angeln, aber der geht immer nur abends. Da versuchen wir uns jetzt mal dran. Genau, ab 7 Uhr kann ich den angeln. Ah, komm. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege den schon. An diesem Abend.
Ich weiß gar nicht, ob der das ist, der Marie-Goldfisch. Oh, 10 Uhr schon. Gehen wir mal zurück nach Hause. Ich guck mal, ich kann jetzt noch schnell abgeben gehen. Ich habe ja eh eine Stunde Zeit. Dann gehen wir jetzt noch mal hoch. Verdächtiger See. So, Kollege. Ach, den habe ich schon. Den Moon Timon, das heißt, den kann ich verkaufen. Dann habe ich gar nicht den anderen bekommen. Egal, ich habe es trotzdem hier abends versucht bei dem Ding. Das hat ja Sinn gemacht. Dann verkaufe ich die. Dann muss ich am nächsten Tag hier wieder weiter angeln. Ja. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld. Und die sind zum Kochen. Die so zum Kochen sind, die tun wir wieder hier rein. So, und schlafen. Bam. Zack. Haben wir wieder gut Geld gemacht. 28.000. Mittlerweile 90.000 am Start. Moin King, alles gut? Schön, dass du da bist. Tada! Such a good job. Farmverbesserung. Oh. Verstärke deine Waffen 30 Mal. Oh, da kann ich auf jeden Fall auch noch einiges rausholen, aber ich brauche 9 Geschenke. Okay. Drink up, Wuffle.
So, dann ist das Erste, was wir wieder machen, gießen. Ja, ja, El Gordo. Zwiebeln heißen Zwirbel. Kartoffel heißt ich glaube Karoffel oder so heißen die. Karotten heißen Karoppen. Die waren auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level kreativ bei dem Game. Endocrine, moin! Und Baldur, moin moin! Wie geht's, wie steht's? Alles gut? Bei mir ist alles bestens. Danke, danke. Meine Lagerkiste, ne? Die hat ja schon echt gut Stuff drinne. Muss man einfach mal sagen. Der Fischbestand ist auch nicht schlecht. Ich habe hier aber auch einige drinne, die Geld geben, ne? Ich glaube, ich habe die gar nicht verkauft. Keine Ahnung, wofür die sind, ne? Hier Blitzstein und Eisstein. Das steht die ganze Zeit für die Verstärkung von Waffen. Besitzt Eisattribute. Vielleicht lerne ich das noch, dass ich die dann irgendwie auf die Waffen anwenden kann. Dass sie dann irgendwie Eisschaden oder Blitzschaden machen.
Sieht aus wie der Nachfolger von Final Fantasy. Nö, nicht unbedingt. Also grundlegend ist das Spiel schon anders als Final Fantasy. Hoffentlich habe ich heute Glück beim Angeln und kriege den seltenen Fisch, den ich noch brauche, hier raus. Die kannst du abgeben, El Gordo, die Fische. Dann kriegst du Belohnungen. Man muss das nicht machen, aber ich will es einfach machen. Weil ich krieg dadurch Geld. Und Geld kann ich gut gebrauchen. Das ist der, Aurelian. Ja. Hier, jetzt kannst du es auch mal sehen. Man kann nämlich hier oben zu diesem verdächtigen See gehen. Und da ist der hier. Der Shahagin. So, und dem kann ich jetzt diesen Aurelian geben. Und bam, Angelkenntnis Level 3 habe ich jetzt als Belohnung bekommen. Und 5000 Griller nochmal. Jetzt ist die Frage, was bringt mir denn Angelkenntnis 3? Macht es noch leichter, seltene Fische zu fangen. Fipsi, moin. Und Chesterfield, moin. Nö, ich bin schon wach. Ich bin gestern früh schlafen gegangen. Grafisch mega, das Game, ja. Das ganze Spiel ist eigentlich echt sehr cool gemacht. Die Musik ist auch geil. Baldur. Das Spiel hat eine sehr gute Musik.
Mir momentan noch zu teuer. Auf Instant Gaming kriegst du es für 40 Euro. Ist in meinen Augen gerechtfertigter Preis. Also 40 Euro für das Game ist schon, finde ich jetzt persönlich, nicht zu viel. Für das, was man geliefert bekommt. Das Game hat auch nicht gerade wenig Content. Hennon HD, moin. Ah, huch. Mr. Nutella, dankeschön für den Follow übrigens, ne? Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Nee, habe ich mir noch nicht ganz angeguckt, El Gordo. Fehlt mir auch ehrlich gesagt aktuell einfach ein bisschen die Zeit für, ne? Weil wenn ich nicht am Stream bin, bin ich meistens an dem Minecraft-Netzwerk von uns. Konzepte am Ausarbeiten und Dinge am Organisieren und alles. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, da dann die Zeit zu finden, auch noch Fernsehen zu gucken, ne? Oder sich Serien anzugucken. Wenn so ein Tag wie gestern war zum Beispiel, ich konnte ja abends zum Beispiel auch nicht streamen, weil ich die ganze Mittagspause über Meetings und Calls hatte. Wenn ich dann abends ins Bett gehe, dann habe ich auch keinen Bock mehr weiter, mich noch vor den Bildschirm zu hocken. So, jetzt gleich ist dunkel. So, ab jetzt habe ich die Chance, wieder den seltenen Fisch zu angeln. Wollen wir mal gucken, ob ich den jetzt kriege.
Bin mal gespannt, wie viel Geld mir der seltene Fisch gleich bringt, den ich verkauft habe. So, letzte Mal angeln jetzt. Ich werde nichts essen, weil das lohnt sich nicht für die kurze Zeit. Schade, schade. Den seltenen habe ich hier jetzt leider nicht bekommen, aber egal. So, das ist alles Geld. Das ist alles Futter. Hoffe ich auch, El Gordo. Ich bin mal gespannt. Knapp 1000 bringt der. Ah. Dafür, dass er so selten ist, ist schon relativ wenig. Also mit Angeln wirst du ja kein Millionär in dem Game. Sag ich einfach mal ganz trocken. Okay, der Mais ist ready. Das heißt, wir können eine dicke Ernte machen. Hm, jetzt geht das wieder los. Immerhin kriege ich sehr viel Mais zusammen. Das wird nochmal einen richtig guten Geldboost geben. Und ich glaube, die Pepperonis, die sind auch fertig. Ich frage mich, wer bei Square Enix da gesessen hat und sich gedacht hat, so, hey, ich glaube, das wäre ganz geil, wenn beim Ernten die Fee immer das Gleiche sagt. Gibt es auch ein Spiel, wo man durchs Angeln reich wird? In Stardew Valley kannst du mit Angeln schon sehr viel Geld machen. Ja, da werde ich kurz vor Ende des Monats nochmal ordentlich was kaufen an Futter. So.
Dann einmal hier die ganzen Sachen wieder abgehen. Okay, hier ist noch nichts gewachsen. Oh, 2 Hartholz bekommen. Das ist nicht schlecht. Oh. Entschuldigung, Leute. Eieieiei. Ich bin echt gespannt, was da geldtechnisch gleich zusammenkommen wird. Wir gehen jetzt aber erstmal nach Argen. Da kaufe ich nämlich jetzt schon die Saat für den Winter. Dankeschön, El Gordo. Warte mal, gab es hier auch schon Wintersaat? Nee, ne? Der hatte auf jeden Fall ordentlich Honigblumen, aber die jetzt anzupflanzen macht gar keinen Sinn mehr. Denn die werden kaputt gehen. Das macht erst im Frühling wieder Sinn. Die hier. Die kostet 800. Und ich kann genau 99 schon mal kaufen. Das mache ich auch. Weil diese Fröstelpflanze, die werde ich dann anpflanzen, nämlich. Bis zur Ernte dauert 7 Tage. Aber wenn die 700 kostet, da wird die, glaube ich, einen dicken Push geben. So. Dann machen wir Snack. Take it easy. So, jetzt müssen wir warten, bis ein bisschen Zeit vergeht. Ich würde nämlich gerne um 7 Uhr dann wieder hier angeln. Sati, moin, alles gut? Pyroflüssigkeit erhalten, oh. So. Kein Bock auf Schule. Eieieiei. Surshot, moinsen. Und vergessen tut mir leid. Moin. Geht's dir gut geschlafen? Ja. Und selbst?
Ja, mir geht's gut, hab gut geschlafen. Sehr schön. Oh, es ist früh am Morgen. Oh, jetzt muss ich schnell zurück. Zurück nach Hause. Zack. Und dann wird hier schlafen. Boah, das hat nochmal gut was gegeben. 5 Tage bis zum Silenzium. Thank you.
Das kommt da hin. Das da, da, da. Da, Domchen, moin! Okay, man kann wirklich nur eine bestimmte Anzahl ernten. Das ist also kein Bug. Sondern du kannst wirklich die nur in einer bestimmten Anzahl ernten und dann brauchen die sich quasi auf. Krass, ich habe gedacht, die bleiben immer einen ganzen Monat, wie in anderen Spielen auch. Aber dann haben die wirklich wie so eine Art Verfallsdatum. Die Pflanzen. Hast gut geschlafen? Ja, sehr schön. Vergessen, tut mir leid. So. Ich würde sagen, dann würde ich den Tag mal nutzen und eine Runde hier unten hingehen. Und mit dem U-Boot zum Korallenschrein. Moin Yannick, alles gut? So, dann laufen wir mal.
Okay, hier kann ich auf jeden Fall viel noch erbeuten. Okay, die Viecher sind wirklich widerlich. Moin Urchucky, alles gut? I'm going in carefully. Ich geh erstmal zurück nach Hause. Einen Ton habe ich rausbekommen. Ich muss mal gucken, wo ich die großen Wasserkerne herkriege, weil ich kriege nur kleine. Aber es gibt auch große. Und die sind wohl wichtig für die Sprinkler Level 2. Mir ist alles bestens. Danke, danke. Ja, guck mal, wie es hier aussieht. Leihträne, die brauchen wir, das ist auch gut. Ich denke mal, dann kriege ich von so Abbaustellen das, aber ich muss halt Glück haben, dass dann großer Kern dann bei ist. Ist halt random.
Ah, zweimal Ton bekommen. KFA2Gamer, Dankeschön für 35 Monate. Moin, Nine. Okay, ich habe jetzt nicht sehr viel Glück gehabt im Schrein. Zumindest tontechnisch habe ich was bekommen. Kann ich vielleicht sogar demnächst noch einen der Ställe ausbauen. So, dann gehen wir mal schnell noch rüber nach Nemea. Dann gucken wir, ob wir noch ein bisschen geangelt kriegen.
Der ist hier ein bisschen zäh, der Fisch. Bis jetzt habe ich noch keinen von den seltenen hier. Alles, was Geld bringt, verkaufen wir jetzt noch. Das lagern wir ein. Moin, Tronic. Dann machen wir mal Schlafi. Oh, ich bin sogar ein Level gestiegen. Oh, 15.000 nochmal gemacht. 4 Tage bis zum Silenzium. Schwammes, moin. Also Tronic, das scheint kein Bug zu sein. Sondern die haben wirklich einen so ein Ablaufdatum, die Pflanzen, die immer nachwachsen. Die kannst du wirklich nur in einer bestimmten Anzahl in einem Monat oder in einer Season ernten und dann sind die aufgebraucht. Dann gehen wir die einmal durch. Ja, Tronic. Ist halt ein bisschen schade, dass sie das nicht dabei geschrieben haben. Trainer. Nee, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Pokémon unbedingt. Also ich bin jetzt nicht so erpicht darauf, die Games unbedingt spielen zu müssen. Wenn ich mal Bock hab, dann zocke ich sowas. Wenn nicht, dann halt nicht.
So, ich muss mal eben was nebenbei schauen, Leute. Einen Moment. Ah, okay, alles klar. Joa, dann gehen wir erstmal so lange. Trainer Garrus. Eher weniger, habe ich gar keine Lust zu. Ich finde die nicht so cool. Yuganiko, moin! Basomo, moin! Alles gut? Rexo, moin! Ja, Tronic, ich hatte heute ein bisschen eher Lust zu zocken. Weil gestern Abend konnte ich ja leider nicht. Schade, dachte du, du wärst offen und würdest wenigstens ja oder nein sagen. Ich habe doch gerade gesagt, nein, habe ich nicht so ein Interesse dran, weil ich das Game nicht so gut finde. Warum bist du denn so toxisch am frühen Morgen, Trainer Garrus? Vielleicht solltest du dich nur mal hinlegen. Ich würde mich gerne auch noch mal hinlegen. Gleich Klassenarbeit schreiben wird auf jeden Fall super. Oh no.
Moin, Lex! Alles gut? Ja, und bei dir? Alles bestens. Danke, danke. Darfst du heute wieder nach Hause? Ja, sehr schön. Dann kannst du auch endlich wieder zocken, ne? Ich habe übrigens mal geguckt, Lex, bei dem Game, ne? Weil mich das einfach mal interessiert hat. Also ich bin noch nicht mal, würde ich sagen, zur Hälfte durch mit der Story. Ja, da ist sehr viel Content drin. Und dann hast du ja noch die ganzen Nebenquests und so. Also du kommst bei dem Spiel, würde ich jetzt sagen, mal locker, glaube ich, auf 100 Spielstunden. Ohne Probleme. Wenn nicht sogar viel mehr.
Wie sieht denn mein Fischbestand in der Lagerkiste mittlerweile aus? Der wird auf jeden Fall größer. Das ist schon mal gut. Was ist Harvestella für ein Game? Ja, so Farming und RPG, also JRPG in Kombination. Eine unfassbar gute Story. Saugute Soundtracks. Ich finde auch die ganze Grafik und so ist schön, also sehr harmonisch und atmosphärisch. Moin, ist das nur für PC? Gibt's auch für Konsole? Wenn ihr an dem Game Interesse habt und euch das auch ein bisschen günstiger holen wollt, kann ich euch nur empfehlen, Ausrufezeichen IG. Da kommt ihr quasi auf Instant Gaming über meinen Reflink, wenn ihr unterstützen wollt. Müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt auch so auf Instant Gaming gehen. Und das Game gibt's dort günstiger. Normalerweise ist der Preis 60 Euro für das Spiel. Nice, das ist der, den ich brauche. Und auf Instant Gaming kriegt ihr das halt für 40 Euro für PC. Auch für die Nintendo Switch gibt's das dort und ich glaube, das ist dort auch günstiger. Sehr schön, dann habe ich jetzt wieder einen seltenen Fisch gefangen. Was natürlich jetzt noch geil wäre, es gibt noch einen seltenen hier, der kommt aber nur im Herbst, wenn es regnet und Abend ist. Und ob ich einen verregneten Herbsttag nochmal kriege? Na, abwarten. So. Dann können wir den einen seltenen jetzt auch noch abgeben. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege jetzt einen verregneten Tag mal morgen. So. Ja, mir fehlen noch 5 Fische. Den hier. Den kriegt man, glaube ich, nur im Herbst, wenn es regnet und am Abend. Oder es war die Magerforelle. Den hier kriege ich in Schatola, wenn es regnet. Den kann ich im Winter angeln. Und Regenbogenharfe. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Naja, werden wir sehen.
Ich habe auch noch etwas rausgefunden, Lex und Tronic, falls euch interessiert, ne? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum man am Silentium rumlaufen und auf seiner Farm rumlaufen und spielen kann. Weil man kann ja nichts machen, nichts anpflanzen, gar nichts, ne? Es gibt eine besondere Sache, die man nur machen kann, wenn Silentium ist. Okay, ich muss Futter kaufen. Das ist das Erste, was ich dann gleich mache. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir heute in Schatola angeln. Was genau kannst du da nur machen? Es gibt einen Dungeon. In den kommst du nur am Silentium rein. Und zwar hier oben beim Brunnen. Das ist übrigens ein Teleporter. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht aktiviert. Ja. Hier kannst du nur am Silentium rein. Und das ist ein Deep Dungeon. Das heißt, in den gehst du immer tiefer rein. Der hat Ebenen. Ähnlich wie auf Stardew Valley die Höhlen. Du fängst an, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3. Und alle 5 Ebenen schaltest du einen neuen Teleporter frei. Wie tief der geht, keine Ahnung. Ich habe das in einem Video bei jemandem gesehen. Der war schon auf Ebene 20 und da ging es immer noch weiter. Und der wird umso schwerer, je tiefer du kommst. Also die Monster werden dann immer stärker. Hier gibt's ja nichts zu looten. Ja, du kriegst auch, je tiefer du dann reingehst, besseren Loot immer.